Willkommen zurück. Wir sollen Rübensamen holen aus dem Lager, Lagerschuppen und einen Bodenbett bauen. Ich soll... Moment, das hier ist mein Lager, richtig? Was ist denn... Na, Moment, 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 Moment. Das hier ist mein Lager. So. Wie viele hatte ich denn da jetzt? Hat aber ein bisschen gebabbelt hier gerade. So kann ich eigentlich nicht direkt sehen, was das ist. Buchenstamm. Achso. Sand und Schluff. Da, wo ich herkomme, da gibt es den Schluff. Das ist aber ein Zug. Möchte gern Zug. Durch Wasser abgelagertes feines Sediment. Schluff. Okay. So, fertig, ein einfaches Bodenbeet. Wo kann ich das denn? Ein einfaches Bodenbeet für Feldfrüchte. Auch einfach so irgendwo, wo ich will, ja? Hier oben nicht? Hier oben nicht. Oder doch? Nein, hier kann ich tatsächlich kein C drücken. Bin ich noch bei Bodenbeet? Nein, bin ich nicht. Ein Beet. So. Drücke links, um Rübensamen einzupflanzen. Oh. Ah. Lass mich raten, als nächstes erklärt sie mir, wie man gießt. Schön, dass du da bist. Hier habe ich gemacht. Gute Arbeit. Bald werden deine Felder von lauter Feldfrüchten nur so sprießen. Was für ein Zungenbrecher. Was? Bald werden deine Felder vor lauter Feldfrüchten nur so sprießen. Wahrscheinlich im Originalen ein Zungenbrecher, aber gut. Vergiss aber nicht, deine Samen zu gießen. Sie wachsen nur, sag ich doch, wenn sie genug Wasser bekommen. Bei Regen kannst du aber gerne einen Tag auslassen. Das finde ich gut. Ich hoffe, du kümmerst dich weiterhin um deine Felder. Wie sagen die Bauern doch so schön, wie man den Acker bestellt, so trägt er. Du hast schon so viel geleistet, um deinen Bauernhof auf Vordermann zu bringen. Ich habe irgendwie Voldemort gelesen, egal. Ich wette, die beschwerliche Reise über die See hast du inzwischen vergessen. Ich bin vorhin angekommen, du spannst mich nur ein, ich habe nicht einmal geschlafen und jetzt habe ich alles vergessen. Okay. Du solltest deine Nachbarn kennenlernen. Vermutlich hat es sich schon herumgesprochen, dass du hier bist. Wir sind eine kleine Stadt, weißt du. Du solltest bei Eddie, dem Seemann, vorbeischauen. Er hält sich wahrscheinlich in der Nähe seines Hauses in der Verweilbucht auf. Ist es dabei hakelig? Er hat bestimmt die eine oder andere Fischgeschichte auf Lager. Triff Eddie, den Seemann. Dass ich gedrückt halten muss. Habe ich eine Wahl? Kann ich höchstens Smalltalk mit dir machen? Ja, vielen Dank, Chat. Ist das... Ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer abmachen. Das Geräusch natürlich nicht mehr, weil ich habe das Gefühl irgendwie, als wenn sie noch von woanders her schallert. Wenn hier doch ein Feuerchen ist, ne? Wieso muss ich denn da unten ein Feuerchen machen? Das ist doch fein. Ich weiß, was ihr von mir wollt, aber ich mache jetzt erst meinen Garten. Gibt es irgendwo eigentlich eine Uhrzeit? Oh, bald bin ich platt da oben.
eigentlich, wenn ich jetzt nur hier das so abbaue, ne, eignet sich das Spiel doch auch für eine Folge mit Lo-Fi-Musik, ne? Finde ich. Sie hat gesagt, ich soll mal was zu essen mitnehmen. Hä? Bin ich schon wieder zu vorschnell gewesen? Achso. Ja, irgendwie würde ich immer woanders drücken. Ihr macht doch auch so weiter, ne? Ja. Okay. Ach ja. Ist ein bisschen dick, aber was ist mit euch? Ja. Sehr schön. Na, ist sie noch nicht platt? Kochen Level 2. Sehr schön. Triff Eddie den Seemann. Wo finde ich den denn? Da unten in der Weilbucht. Ah, oh, ich finde das super. Wie kann ich denn was essen? Das macht wieder Dings. Das auch. Wie viel denn? Wie viel macht das denn? Vorhin hat er mir das noch angezeigt. Achso, da oben steht es. 15. Oh, 15 macht der Rucola. Das 7. Dabei habe ich die doch so am Rande gefunden. Na, ich glaube, ich brauche gerade noch nichts. Hm? Guten Tag, Schild. Oh. Rosa karierter Teppich. Ja, komm. Geh mal wieder raus. Oh, genug die Fische gestört. Oh, ich kann mit euch sprechen. Freut mich, dich zu sehen. Wenn der Frühling kommt, scheinen die Musen die Welt mit Blüten zu schmücken. Laden öffnen. Goldener Florin, was ist das? Zutaten, okay. Das Wetter wird wärmer und der Sommer kommt schneller, als man denkt. Ja, wir vermissen den Schnee, aber das Frühjahrswetter ist auch nicht schlecht. Frühling, ja, okay. Ich hab doch irgendwo, zeigt er mir jetzt, irgendwo war doch auch was mit die Beziehung zu den ganzen Leuten. Ah, nun gut. Ich soll jetzt erstmal, ich lerne die ja bestimmt sowieso alle kennen. Zwangsweise. Ich suche jetzt erstmal den Seemann. Ich sollte auch mal ein bisschen gucken, wo ich hier langlaufe und mir das vielleicht merken. Muss ich jetzt zu dir schwimmen? Oh, guck hier mal. Mein Gott, wie sie da so Hechtrolle macht. Ich sehe nix. Oh. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst, was ich gefunden habe. Weidenkorb. Ja, das klappt ja wunderbar hier. Oh. Ach was. Kann ich irgendwie tauchen oder sowas? Das sieht doch aus, als wieso kann ich denn hier hoch? Oh. Na, ganz ruhig, junge Frau. Sollte ich hier sein? Ich weiß ja nicht. Aha.
guck mal, das kostet doch keine Energie. Ich sammle Muscheln. Das ist nicht das, was ich tun soll, aber das ist mir egal. Flup, flup. Glück beim Mähen, aha. Geht's denn hier lang? Ich laufe mal weiter weg. Oh. Ich höre einen Frosch. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Wenn denn hier überall sein Unwesen treiben? Oh. Oh. Ich hätte dich gekriegt. Wieso? Okay. Ich habe den Namen vergessen. Eddie steht ja auch da. Oh, kann ich mit dir was tun? Bleib hier. Bleib hier. Okay. Oh. Ach, guck hier mal. Da ist er ja. Kann ich erst gucken, ob ich dir irgendwas klauen kann. Aha. Das ist ja gemein. Ist noch irgendwo dahinter oder so. Oh, nicht da wieder reinfallen. Hallöchen. Auf der Insel gibt es viel zu tun, du kleine Landratte. Sprich mit den Leuten und finde so viel wie möglich heraus. Treffen mit den Nachbarn. Schön, dich zu sehen, Flauschhase. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich bin Eddie, der alte Seebär von Azuria. Ich will nur mal Arizona sagen. Ich habe gehört, dass du jetzt einen kleinen Bauernhof bewirtschaftest. Das nehme ich dir nicht übel, auch wenn Fischer und Bauern nicht viel gemeinsam haben. Aber egal, denn nur mit einer Angelrute in der Hand macht das Leben Sinn, glaub mir. Das Meer ist mir allemal lieber als die Bäume. Was meinst du, möchtest du ein paar Angeltricks von einem alten Seemann lernen? Ich konnte nicht antworten. Fantastisch, lass uns loslegen. Wieso durfte ich mir eine Stimme aussuchen, wenn ich nicht reden kann? Wann immer du bereit bist. Johoho. Zieh los und fange einen Fisch, egal ob Salzwasserfisch oder Flussfisch. Ich gebe dir sogar meine alte Angelrute. Ah, danke. Möge sie dir gut dienen. Drücke Mausrad nach unten oder nach oben, um deine Ausrüstung zu wechseln. Halte deine Angelrute gut fest und wirf sie so aus, dass der Schwimmer nahe des Mauls eines Fisches landet. Zieh ihn ganz langsam wieder ein, aber nicht zu schnell. Die hypnotische Bewegung, das ist wie bei Zelda, sollte den Fisch zum Zuschnappen animieren. Dann holst du die Angelschnur ein, aber nicht mit einem Ruck. Wenn sie sich rot färbt, reißt sie leichter. Dann höre lieber kurz auf, bis sie wieder weiß wird. Mache so weiter und mit etwas Glück schnappst du dir einen Preis. Geh angeln und erzähle mir die Geschichte vom Fang. Fange einen Fisch. Okay. Was ist das denn? Was habe ich da? Ist nur eine Sichel? Da ist ein Fisch. Ne, mal doch. Ah. Thank you.
Okay. Die kann ich doch bestimmt verkaufen, oder? Sage mal. Kommst du immer wieder? Du kommst noch mal wieder. Ja, es ist jetzt nicht vom Maul vom Fisch, ne? Oh, hätte er jetzt gebissen? Na? Ich kann auch nur so, ne? Sag mal. Das verbraucht auch keine Energie. Ich würde gerne ein bisschen rauszoomen aus der Karte, ne? Ich erzähle dir gleich die Geschichte vom Fang. War ich hier schon? Nee, bei dir war ich noch nicht. Ich brauche Fisch bitte. Oh, guten Tag. Komm, Fischi, 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 Fischi. Du doof, Mann, Fisch. Sage mal. Muss ich ihn genau treffen? So, du bewegst dich doch jetzt nochmal, ne? So. Siehst du mich? Geht doch. Ein Lachs. Nein, ich wollte da nicht rein. Na, könntest du bitte nicht mit Kopfsprung da? Oh, guck mal. Oh, ich sehe nichts. Ich sehe das nicht. Ist geil, als ob ich was sehen könnte. Ich ducke mich gerade vor meinem Bildschirm. Als ob ich dann darunter durchschauen könnte. Oh, ich kann nicht doch eher. Ja. Ah, Miesmuscheln. So sehen die also aus. Das ist unten. Okay. Ja, ist ja gut. Hallo, Fischi. Sage mal, kannst du jetzt mal noch ein Lachs? Denn hier.
Okay. Finde ich von alleine wieder zu Eddie. Aquamarinblauer Webteppich. Tatsache, ich hab's gefunden, das war aber Eckglück. Welcher Fisch ist der leckerste von allen? Ich weiß es nicht. Ich mag keinen Fisch. Aber du scheinst dich wacker geschlagen zu haben. Erzähl mal, wie das Angeln laufen ist. Gut, bis ich es kapiert habe. Gut gemacht, Kleine. Bald wird aus dir eine tüchtige Seefrau. Mich würde interessieren, ob er bei männlich sagt er natürlich gut gemacht, Kleine, ja. Aber was, ich konnte ja noch, was stand da? Non-binär oder so, was er da sagen würde. Oder ob er dann nur sagt, gut gemacht. Bald wird aus dir eine tüchtige Seefrau werden. Vielleicht verlässt du sogar eines Tages den Bauernhof und fährst zur See, so wie ich. Wie fährst du bitte zur See, wenn da überall Strudel sind? Bis wohin fährst du denn? Hier vorne im Flüsschen? Okay, aber genug davon. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Und du hast dich von einem Babyfisch zu einer prächtigen Sardine entwickelt. Höchste Zeit, dass du unseren örtlichen Imker triffst. Ich habe immer noch nicht geschlafen, nur mal so. Mel, der Imker, kann dir etwas über das Fangen von Tierchen beibringen. Du solltest ihm genau zuhören. Triff Mel, den Imker. Okay. So. Da ist doch noch was zum Angeln. Na komm. Gibt's hier nur Lachse? Wo ist denn der Imker? Okay. Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Kann ich dahin schwimmen? Tja. Oh. Eisenzaun. Kann ich hier rein? Nein. Weiß, ich muss da hoch, aber ich wollte mal. Ach so. Okay, da kam ich her. Aquamarinsiegel. Okay, ach, guck mal. Ich wollte gar nicht. Ich wollte nur einmal. Oh, guck mal hier. Siegelfahrt und mein Rucksack ist voll. Oh nein. Was tun? Konsumieren. Konsumieren. Kann ich euch auch irgendwie einfacher konsumieren? So, jetzt aber, ne? Okay. Hat man mir schon erklärt, wie ich etwas verkaufen würde? Ich glaube nämlich nicht, ne? Ach ja. Okay. Ich komme gleich zu dir. Da ist ein Marienkäfer. Wie auch schon. Oh, alles voll. Okay, wie komme ich denn heim? Kann ich mich irgendwie markieren? Ach, guck mal. Flatter, flatter Felle. Okay. Heim. Es tut mir leid, Mel. Wir müssen erst einmal nach Hause. Ach, das ist ja gar nicht weit. Ach so. Dann habt ihr ein Verfallsdatum? Nee, irgendwie nicht, ne? Verschieben. Stein. Stein? Kann ich das nicht einfach... Okay. Da
Alles rüber, alles, alles, alles. Ist ja Platz. Das koche ich. Das könnte ich auch anpflanzen. Oder habe ich jetzt genau das weggepackt, was ich für diese Beete brauche? Nee, habe ich noch. Okay. Okay, habe ich nicht mehr. Ging ja genau auf. Sehr schön. Und hier bitte. Genau, mach mal. Oh, den kann ich auch. 25. Krass. Ja, den würde ich aber gern verkaufen, glaube ich. Wenn ich den verkaufen kann. So, dann gehe ich jetzt zum Imker und dann, na, wie kann ich ihn denn, konnte ihn noch anklicken, auswählen, Weststadt, okay, Mel. Den hätte ich jetzt vielleicht aber auch noch alleine gefunden. Oh. Nee, das war, glaube ich, nicht richtig. Komm schon. Geh da hoch. Na, sag mal. Ist das richtig? Na. So, jetzt aber mit ihm sprechen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.